Heute mal ohne lange Vorreden hinein ins Volle, nämlich nach Bremen. Architektonisch reizvoll ist der Bremer Hauptbahnhof. Diese Ente schwimmt in einem Teich und dieser Teich liegt vor einer wunderschönen malerischen Windmühle. Da war doch kürzlich was in Berlin mit Wildschweinen, oder? In Bremen kann das nicht passieren, da gibt es den Sögener Schweinehirten, der auf solches Getier aufpasst. Das schon her, in Bremen gibt es nicht nur die vier Bremer Stadtmusikanten, sondern auch gestiefelte Elefanten. Aber aus welchem Märchen ist der wohl? Warum mussten die Leute die Kirchtürme immer so hoch bauen, dass sie beim Querformat nicht auf die Videokamera passen? Auf jeden Fall ist das unsere Liebfrauenkirche in Bremen. Daneben ein kleiner Brunnen, heute ohne Wasser. Und ein bemerkenswertes Fachwerkhaus. Man könnte jetzt vermuten, dass die Deckenfresken aufgrund der Tatsache, dass die Liebfrauenkirche eine protestantische Kirche ist, einfach wegen des zu vielen Schmucks abgeschlagen wurden. Die tatsächliche Begründung ist allerdings wegen der Akustik. Von der Liebfrauenkirche schwenken wir gleich nahtlos weiter zum alten Rathaus. Und wer steht denn da? Ihrer vier. Ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn. Bekannt als die Bremer Stadtmusikanten. Schau mal an, wie man sich damals die großen antiken Denker vorgestellt hat, als das Bremer Rathaus gebaut wurde. Und vor diesem Bremer Rathaus, dem alten wohlgemerkt, steht ein gewisser Roland. Was könnte neben dem alten Rathaus stehen? Erraten. Das neue Rathaus. Nun, arme Leute waren die Bremer Kaufleute offensichtlich nicht zu Zeiten der Hochblüte der Hanse. Wenn man sich den Schütting, das Haus der Bremer Kaufmannschaft, hier mal so genauer ansieht. Bei all den Häusern am Marktplatz sieht man, welch blühende Hansestadt Bremen war. Ja, und hier hätte ich die belesenere Variante der Bremer Stadtmusikanten entdeckt. Lesen die vielleicht gerade in Grimms Märchenbüchern? Je nun, und sie gehört zum Skulpturengarten der Bremer Bürgerschaft, der neben dem Landtag angelegt wurde, offensichtlich alles Opfer
der Steuerpolitik, denn sie wurden bis auf die Haut ausgezogen. Diese zwei Türme gehören zum St. Petridom. Wie man hier sieht, hat der St. Petridom zwei Orgeln. Die Böttcherstraße ist eine enge Gasse mit wunderschöner alter Bausubstanz. Und gleich am Beginn der Böttcherstraße steht das Paula Modersohn Haus. Und warum Paula Modersohn Bäckerhaus? Ganz einfach, die Dame war eine Künstlerin und hier drinnen gibt es viele Werke von ihr zu sehen. In den Arkaden der Böttcherstraße reiht sich ein kleines Geschäft an das nächste. Auch der Blick in den ersten Stock lohnt sich in der Böttcherstraße durchaus. Da gibt es so eines oder andere Detail zu entdecken. Böttcher war übrigens eine Berufsbezeichnung, und zwar für Handwerker, die Fässer und Ähnliches herstellten. Ein Fall für den kleinen Stadtstreicher als bekennenden Süßigkeiten-Tiger. Erbaut wurden die Häuser der Böttcherstraße übrigens interessanterweise alle nach 1920. In der Böttcherstraße befindet sich auch ein Glockenspiel. Nochmal zurück nach Berlin zur angeblichen Löwensichtung. Vielleicht wären diese zwei eine gute Hilfe dabei gewesen. Und auch aus Holz und Plüsch habe ich die berühmten vier Bremer natürlich hier entdeckt. Ich spaziere jetzt durchs Schnorrviertel. Und zwar Schnorrviertel deswegen, weil auf gut Plattdeutsch hier die Häuser wie an einer Schnur, sprich Schnur, aufgereiht sind. Ja, und hierzu fällt mir nur ein, im Schnorrviertel weiß man, was Katzen wünschen. Bloß ob eine Maus für zwei Katzen reichen wird. Die Alexander von Humboldt und Admiral Nelson werden natürlich nicht mehr in See stechen, sondern werden als Lokale, als Gastronomie genutzt. Sie liegen an der Schlachte, das ist der ehemalige Bremer Uferhafen.
Ja, man müsste auch noch erwähnen, dass Bremen einen Europahafen hat, also auch große Schiffe hier anlegen können, denn Bremen liegt an der Weser und die fließt bekanntlich in die Nordsee. Und an der Weser entstand neben dem Hafen die sogenannte Überseestadt mit Wohnhäusern, Schulen und so weiter.